zwei sehr teurige Navigationsgeräte von TomTom, beide mit dem gleichen Fehler. Genau gesagt handelt es sich um das TomTom Modell Pro 8375. Dieses Modell wird typischerweise im Bereich LKW zur Navigation eingesetzt und was ich herausfinden kann, online wird das Ganze anscheinend bis zu 800 Euro verkauft. Beide Geräte, die ich jetzt hier von Kunden von mir bekommen habe, haben das Problem, dass das Display sich hier schon vom Rahmen rausdrückt. Warum ist das so? Bei beide Geräte kann man ja seitlich schon erkennen, dass der Akku sich aufgebläht hat und der drückt jetzt im Endeffekt einfach das Display vom Rahmen. Da ich selbst keine Möglichkeit hatte, den Akku zu bestellen, hatte der Kunde hier zwei Akkus besorgt. Beides sind natürlich jetzt keine Original-Akkus. Aber wenn es funktioniert, dann soll mir das recht sein. Ich habe jetzt einfach den Auftrag, dass wir beiden Geräte den Akku tauschen und beide Geräte vor der Schrottpresse retten. Anfangen tun wir hier mal mit dem extremeren Beispiel. Da ist ja schon wirklich ein riesiger Spalt entstanden an der Seite vom Gerät. Und als erstes müssen wir jetzt hier mal das Display ausbauen. Damit es allerdings relativ gefährlich erscheint, jetzt hier einfach rum zum Hebeln, eventuell bricht dann das Display und das wäre wahrscheinlich das nächste Bauteil, das schwierig zu bekommen ist. Nehme ich mir jetzt hier meine Heizmatte und wärme jetzt das Gerät erstmal auf ca. 80 Grad auf, beziehungsweise das Display wärme ich jetzt erstmal auf 80 Grad auf, damit ich es dann anschließend leichter lösen kann. Nachdem jetzt das Navigationssystem, das fast so groß ist wie ein Tablet, aufgewärmt ist, haben wir hier schon ja den kleinen Vorteil des Displays im Endeffekt an drei Seiten schon fast wie von selbst gelöst. Das heißt, im Endeffekt müssen wir hier noch die Seite in der Nähe von den Tasten lösen. Ich gebe jetzt hier einfach etwas Isopropanol an der Seite drunter und versuche dann mal ganz vorsichtig Stück für Stück das Display mit einer Kunststoffkarte vom Rahmen zu lösen. Mal hier an den Seiten noch schauen, da sind die Kleber hier teilweise mit rausgekommen, teilweise hängen die aber hier noch ein bisschen. Ich habe jetzt eigentlich versucht, das Display auszubauen, aber so richtig scheint es nicht zum Klappen. Was mir aber aufgefallen ist, das Gerät ist ja auf der Rückseite auch verschraubt. Wahrscheinlich lässt sich das gar nicht ausbauen, weil die Kabel im Inneren vom Display gar nicht lang genug sind. Deswegen müssen wir den alternativen Weg wählen und schauen wir jetzt mal, was passiert, wenn man den Deckel auf der Rückseite erst löst. Dazu muss ich hier einige Torx-Schrauben erstmal entfernen. Schauen wir noch, ist hier eine SIM-Karte drin, sieht nicht so aus. Dann sieht man, es drückt ja selbst schon den Kunststoffrahmen jetzt auseinander, nachdem ich die Schrauben entfernt habe. Dann entfernen wir den, okay, jetzt sehe ich schon Teil vom Inneren, da befindet sich aber noch ein Kabel und ein Lautsprecher, der beide Hälften miteinander verbindet. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wie wir das abgesteckt bekommen. Hier sehen wir jedenfalls schon mal den Akku, der fast so dick ist wie ein Kissen. Den will ich jetzt als erstes mal abtrennen, nicht dass wir da aus Versehen irgendwo einen Kurzschluss erzeugen. Der Akku scheint hier lediglich mit einem Klebestreifen gesichert zu sein und dann lässt sich der Stecker seitlich einfach rausziehen. Damit ich hier aber jetzt wirklich dran arbeiten kann, will ich mal den Deckel komplett weghaben. Und der scheint hier unter einem weiteren Klebestreifen noch irgendwie gesichert zu sein.
Dann haben wir hier darunter den klassischen Anschluss, den man zur Seite hochklappt und dann kann man seitlich das Kabel rausziehen. Das Einzige, was ich hier noch schauen muss, das sind hier mehrere Klebestreifen dran. Ich will jetzt hier nicht alle Kabel abstecken, sondern das vom Deckel reicht mir. Dann klappe ich das ja mit dem Lautsprecher zur Seite, den können wir drin lassen. Und was wir hier auch schon sehen, außenrum gibt es hier sogar eine Gummidichtung. Das Gerät scheint also auch eine gewisse Wasser- und Staubdichtigkeit zu haben. Den werde ich jetzt hier als erstes mal wieder einfädeln. Sieht man übrigens äußerst selten, also bei zum Beispiel Tablets, die wasserdicht sind, habe ich noch nie gesehen, dass die mit hier so einem O-Ring mit so einer Gummidichtung abgesichert werden. Und meistens wird das Ganze gegen Wasser nur durch einfach Verkleben gesichert. Hier hat sich der Hersteller anscheinend wirklich Mühe gegeben und hat hier einen extra O-Ring für das Gerät angefertigt. Ich drehe jetzt das Ganze auch mal um, dass wir hier den Akku, die Beschriftung lesen können. Dann haben wir hier das Modell N496. Ich schaue mal, was der Kunde hier gekauft hat. Steht jetzt irgendwas von Mac TRX. Da steht jetzt irgendwas von Mac TRX 7. Schauen wir mal, ist das überhaupt das Richtige? Ist das baugleich mit dem Originalen? Okay, vielleicht kann auch sehr gut sein, dass das TomTom, das hier der Handelsname ist. Magellan TRX7. Weiß ich jetzt nicht. Von der Größe ist der Akku minimal kleiner. Hier haben wir 14,8 Wattstunden, hier nur 14,06. Aber die Voltzahl stimmt überein, Milliampere wie gesagt und Wattstunden minimal geringer. Das wird aber nur dazu führen, dass die Akkulaufzeit minimal kürzer ist. Ansonsten von der Größe und vom Stecker sieht es eigentlich passend aus. Dann würde ich vorschlagen, bauen wir den Akku doch mal aus dem Gehäuse aus. Der Akku scheint jetzt hier zusätzlich verklebt zu sein, deswegen hebele ich den hier vorsichtig mal mit dem Kunststoffwerkzeug hoch und gebe etwas Isopropanol darunter. Und schau jetzt, ob ich hier irgendwie den Kleber unterm Akku abschneiden kann, ohne dass ich den Akku dabei beschädige. Weil so dick wie der ist, könnte der auch jederzeit hochgehen und das wollen wir natürlich nicht. Und zack, da haben wir den Klebestreifen. Und wer es jetzt immer noch nicht glaubt, schaut ja mal an, wie dick der ist. Da kann ich von dem neuen, glaube ich, fast 3 bis 4 Stück einbauen, bis ich diese Dicke erreiche. Der einzige Unterschied, den ich jetzt schon sehe, das Kabel beim Original-Akku kam ja hier links raus. Wenn man den allerdings so einbauen will, dass man die Beschriftung lesen kann, geht das gar nicht. Dann ist das Kabel auf der falschen Seite. Das heißt, den müsste man hier jedenfalls verkehrt rum einbauen. Schauen wir mal, ob der hier passt. Doch, von der Größe wird es jedenfalls passen. Das Einzige, was wir hier jetzt noch machen werden, die Klebestreifen, weiß ich nicht, ob die jetzt noch so gut halten. Den tauschen wir vorsichtshalber gegen was Neues aus. Kann man hier auch wunderbar entfernen. So, dann drückt man den Akku hier fest und was mich jetzt noch interessiert, und bevor wir jetzt das wieder zusammenbauen, haben wir hier jetzt mit dem Display jedenfalls noch das Problem mit den Klebern, dass die ja jetzt hier auch teilweise durchtrennt sind. Da will ich jetzt mal schauen, kann man das Display hier irgendwie
komplett ausbauen, abstecken, dass wir das neu verkleben. Ah, das sehe ich schon. Das Display ist ja quasi hier diese silberne Platte. Das heißt, im Endeffekt haben wir jetzt den Akku aufs Display draufgeklebt und da sind noch ganz viele andere Kleber und Sachen mit dem Display direkt verbunden. Deswegen ließ sich das vorher nicht vernünftig ausbauen. Dann würde ich das mit dem Display ein bisschen anders machen. Das verklebt man dann neu, aber von außen. Bevor wir das machen, können wir das Gerät von innen schon wieder zusammensetzen. Bevor ich jetzt den neuen Akku verbinde, sollte man immer als allererstes alle Kabel, die man abgesteckt hat, verbinden. Deswegen nehmen wir hier erst wieder das breite Kabel, das ich hier beim Öffnen ja abgesteckt habe. Schiebe das hier in die geöffnete Klammer rein, klappe es um. Und dann wird das Ganze wieder mit den Klebern fixiert, so wie es vorher war. Und dann können wir schauen mit dem Akku. Der Stecker dürfte nur in eine Richtung passen, so rum scheint falsch zu sein. Deswegen drehe ich den einmal und dann können wir auch den Akku hier bündig in die weiße Buchse stecken. Biegt man sich hier die Kabel noch ein bisschen so hin, dass die nicht im Weg sind. Und es wird wieder mit dem Aufkleber gesichert. Danach können wir das Ganze schon umklappen und ich verschraube jetzt erstmal die Rückseite, bevor wir uns dann ums Display kümmern. Bevor man das alles hier verschraubt, sollte man hier den Pfropfen für die SIM-Karte hier wieder reinschieben. Deswegen lösen wir die Schrauben noch mal kurz zum Teil. Und dann habe ich ja hier am Ende von der Abdeckung hier dieses T-förmige Stück. Das muss hier an der Seite rein, aber nur wenn man den Rahmen hier quasi weit genug aufzieht, kommt man hier am SIM-Kartenhalter vorbei, kann das hier seitlich dann reinschieben und dann, wenn man das wieder zudrückt, hält das quasi hier in dem Loch fest. Man kann hier den Deckel wieder draufsetzen. Aber danach kann ich jetzt jedenfalls schon mal das Gerät komplett verschrauben. Bevor ich jetzt das Display neu verklebe, will ich mal schauen, lässt sich das Gerät denn jetzt mit dem neuen Akku einschalten. Die Anzeige ist schon mal da, das sieht schon mal gut aus. Display scheint also auch den Knick durch den Akku, also durch den Druck vom Akku überlebt zu haben. Vorher übrigens habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt, mit dem Akku ließ sich das Gerät natürlich überhaupt nicht mehr einschalten und nutzen. Das Gerät lässt sich jetzt... Sie erreichen Ihr Ziel um 5.08 Uhr. Wie ihr gehört habt, das Navi scheint wieder zum Funktionieren, hat jetzt keinen GPS-Empfang. Ich bin aber bei mir auch im Haus drin, das ist klar, da habe ich auch am Handy keinen Empfang. Aber wir sehen schon, grundsätzlich funktioniert es. Ich kann hier auch den Touchscreen noch bedienen. Und was mir aufgefallen ist, irgendwie von den Symbolen, scheint es auch irgendwie zum sein, dass da vielleicht ein Android-Betriebssystem drauf ist. Sieht zumindest für mich ein bisschen danach aus. Allerdings in einer recht alten Version. Ja, genau. Hier in die Einstellungen sieht man es. Das dürfte eine ältere Android-Version sein. Kann man das auch irgendwo nachlesen? Android 6.0.1 läuft hier auf diesem Navi. Dann können wir das Gerät wieder ausschalten. Und ich nehme hier meinen Flüssigkleber. Ich nutze dazu gern Cold Glue mit einer Spritze, dass man den sauber positionieren kann. Und jetzt gehe ich hier einfach an der Seite leicht unter das Display rein und klebe das einmal außenrum fest, beziehungsweise gebe hier einfach eine entsprechende Menge an Cold Glue unter das Display. Wirklich wasserdicht wird das Gerät mit Sicherheit dadurch nicht mehr werden. In dem Fall ist das Gerät aber sowieso im LKW montiert. Und ich glaube, das muss auch so gar nicht wasserdicht unbedingt sein.
Vor allem mit dem Akku vorher, da war es jedenfalls auch nicht dicht. Jetzt habe ich hier mal eine ordentliche Menge Kleber unter das Display gedrückt. Dann drücken wir das hier schon mal in das Gehäuse rein. Gegebenenfalls kann man das auch gleich etwas reinigen, falls das hier schon Klebereste rausdrückt. Und dann muss ich mal schauen, ob ich für so ein dickes Gerät überhaupt geeignete Klammern hier habe, um das zusammen zu pressen, bis der Kleber fest wird. Jetzt was gefunden, aber ganz knapp. Ich muss hier die Schrauben schon weiter rausschrauben, wie sie eigentlich vom Gewinde gedacht ist. Und erst dann kriege ich hier das Gerät in meine Presse. Setze das hier im Außennetz am Display, gebe leichten Druck drauf. Das gleiche machen wir nochmal auf der anderen Seite. Dann kann ich das Gerät jetzt so für ein paar Stunden liegen lassen, bis der Kleber vom Display getrocknet ist. Danach wird es natürlich nochmal komplett aufgeladen und nochmal abschließend durchgetestet. Aber soweit sieht es doch schon mal gut aus. Jetzt haben wir aber natürlich noch das zweite Gerät mit dem gleichen Fehler. Das mache ich jetzt mal ganz schnell fertig. Das ist auch lustig. Sehen wir das? Jetzt bei dem zweiten Akku ist auf einmal der Aufkleber auf der anderen Seite. Jetzt habe ich hier die Kleber drauf gemacht und jetzt kann ich es wieder nicht so einkleben, wie es passt. Also hier wurde es scheinbar richtig gemacht, also dass quasi nach dem Einbau der Aufdruck oben ist, aber beim anderen haben sie das Etikett, glaube ich, auf der falschen Seite angebracht. Jetzt muss ich hier nochmal die Kleber entfernen und doch auf die andere Seite packen. Und beide TomTom-Navis funktionieren wieder fehlerfrei und können zurück an den Besitzer, beziehungsweise in diesem Fall ist es natürlich ein Firmenkunde. Übrigens, in diesem Fall hat der Kunde auch nur meine Arbeitszeit bezahlt. Die Akkus hat er selbst mitgebracht. Sie erreichen Ihr Ziel um 5 Uhr.
Uhr 20. Ja, nicht ganz. Und zwar Akku, wie gesagt, vom Kunden selbst mitgebracht. Deswegen kann ich natürlich auf das Ersatzteil keine Garantie geben, nur auf die Arbeit. Aber wie gesagt, original gab es den Akku nicht. Der Kunde hatte mir auch schon mal vor ein paar Monaten auch zwei solcher Geräte zugeschickt. Jetzt haben wir insgesamt schon vier von diesen sehr teuren TomTom Navis gerettet, indem wir halt einen nicht originalen Akku eingebaut haben. Wenn es aber natürlich keinen originalen gibt, was will man machen? Aber funktionieren tut das Gerät, also die nicht jetzt die zwei, sondern die zwei, die wir beim letzten Mal repariert haben, laut Kunden noch fehlerfrei. Von daher scheint es eine sehr gute Alternative zu sein, bevor man sich hier wieder so ein Gerät für 800 Euro neu kauft. Damit ist das Video beendet und wir sehen uns bestimmt im nächsten. Bis dann.